Handschrift ist mehr als nur Wörter auf Papier bringen. In Zeiten zunehmender Digitalisierung geht das von Hand geschriebene Wort immer mehr verloren. Und das, obwohl die Handschrift viele Vorteile hat und sogar etwas über unsere Persönlichkeit aussagt. Graphologen zum Beispiel können aus einer Handschrift etwas über die Intelligenz und Kreativität ihres Verfassers herauslesen. Handschrift ist sehr flexibel und intuitiv. Wenn wir von Hand schreiben, dann aktivieren wir das Gehirn sehr intensiv. Wir aktivieren bis zu 12 Gehirnareale. Und durch das Handschreiben können wir uns besser Fakten merken, wir können ein besseres inhaltliches Verständnis bekommen, wir können sogar besser lesen lernen. Deshalb soll der Tag der Handschrift den Fokus wieder mehr auf das selbstgeschriebene Wort lenken. Im Rahmen eines Erasmus-Projekts hat die Grund- und Mittelschule Rinchnach am Mittwoch erstmals einen Projekttag zu diesem Thema veranstaltet. Dabei konnten die Schüler zum Beispiel die Schriften anderer Kulturen kennenlernen oder auch alte Schreibweisen. Im Mittelpunkt standen aber schreibmotorische Übungen. Es geht um das Leserliche, aber auch um das Schnelle. Ich muss schnell und leserlich schreiben können, ohne Schmerzen zu haben. Da arbeiten wir auch sehr mit Ergotherapeuten zusammen, denn die Schreibmotorik, die Feinmotorik spielt eine ganz wichtige Rolle. Wie setze ich mich hin beim Schreiben? Wie sitze ich? Wie ist meine Sitzhaltung? Wie ist meine Stifthaltung? Welches Schreibmaterial? Welche Füller benutze ich? Einige Schüler hatten den Projekttag bereits im Vorfeld vorbereitet und fungierten als Betreuer, die anderen Kindern Tipps für eine gute Handschrift geben konnten. Man sollte Abstand zwischen den Wörtern lassen, damit nicht alles ausschaut wie ein Wort. Man sollte halt eine Schrift schreiben, dass man die Schreibschrift und Druckschrift schreibt. Es kommt darauf an, dass sie leserlich und schön ist. Man kann gleich von Anfang an einen passenden Füller kaufen. Und man kann Sitzhaltung, also dass man die Lehne im Rücken hat, beide Füße auf dem Tisch, beide Arme auf dem Tisch und das Blatt leicht schräg liegen. Dass die Kids auch künftig viel am Computer sitzen werden und mit ihrem Handy kommunizieren, ist den Verantwortlichen durchaus bewusst. Handschreiben und Digitalisierung schließen sich aber nicht aus. Wenn wir dann an Handschreiben denken, dann denken wir, dass es am besten ist für Konzeptionsprozesse, für kreative Konzeption. Und dafür wird das benutzt. Wir sehen zum Beispiel auch, dass Handschreiben wird bereits integriert in neue technologische Entwicklungen, wie zum Beispiel Stylus-Pen und Tablet oder Augmented Papier, digitale Stifte. Wichtig sind die Bewegungen, die von Hand geführt werden. Eines hat das Projekt auf jeden Fall schon erreicht. Die Schüler haben wieder mehr Spaß am Schreiben. Zuerst habe ich auch mehr mit dem Tablet da, aber seitdem, dass man so was schreibt, macht halt Schreiben jetzt doch mehr Spaß, wenn man schon so schnell schreiben kann und dann ein Gedicht oder einen Brief für die Oma schreibt zum Geburtstag. Und das ist halt dann schon schön. Ich schreibe mehr mit dem Computer, aber eigentlich macht es mir mit der Hand mehr Spaß. Ich schreibe schon öfters mit dem Handy, aber eigentlich schreibe ich mehr mit der Hand. Der Projekttag in Rinchnach soll nicht der letzte seiner Art bleiben. Fortbildungen für Lehrer an anderen Schulen sind bereits in Planung.